Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triebenbacher, Personal aus Karlsruhe. Ja, auch ich lasse mal wieder was von mir hören, ihr Lieben. Ihr habt schon ein bisschen längere Zeit nichts Längeres von mir gehört, immer nur ganz kurze Videos. Liegt daran, ich habe hier in meinem Ladengeschäft stark umstrukturiert. Ich habe meinen Personal Trainingsbereich extrem umstrukturiert und da folgen noch einige Sachen und die Hauptarbeit habe ich jetzt getan. Das heißt, die wichtigsten Sachen zu ca. 70% sind erledigt. Und jetzt habe ich auch wieder etwas mehr Zeit für Social Media, für YouTube. Ich habe natürlich auch Lust, mal wieder schöne Videos abzuliefern und da habe ich heute ein bisschen was für euch. Zum Thema maximale Muskelaufbaurate. Tja, ihr wisst ja, es gibt viele, viele Supplements, die ganz viele Sachen versprechen. Es gibt die tollsten wissenschaftlich fundamentierten Trainingspläne, Ernährungsstrategien, Ernährungsweisheiten. Und jetzt sage ich euch was, die sind alle nichts wert. Wenn, jetzt kommt das Wort wenn, wenn ihr nicht einen ganz wichtigen Faktor berücksichtigt. Und dieser Faktor ist folgendes. Der Muskel selbst ist nur ein ausführendes Organ. Er übernimmt Signale, die kommen von einem Signalgeber und das ist in dem Fall unser Hirn. So, und der ist dafür zuständig, also dieser Signalgeber ist dafür zuständig, dass eben übers Rückenmark, über die Nervbahn, am Zielmuskel entsprechend viel Signale ankommen, die sogar elektrisch messbar sind. Ja, und jetzt ist es ganz wichtig zu wissen, wenn ich nicht in der Lage bin, meine Zentrale entsprechend zu sortieren, mein Gehirn entsprechend zu trainieren, maximale Signale an den Muskel zu senden, dann werde ich auch auf Dauer keine maximale Muskelaufbaurate erreichen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es natürlich gewisse Taktiken gibt, sowas zu verbessern. Das heißt, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, wenn ihr in euren Kraftraum geht, wenn ihr in die Hantel geht, dann ist es ganz wichtig, dass ich den Geist frei halte. Also versuche so wenig wie möglich, mich während des Trainings mit anderen Dingen zu beschäftigen, wie zum Beispiel ein Handy, wie zum Beispiel, indem ich mit meinem ein, zwei Trainingspartner zu viel quatsche. Das sind alles Dinge, die werden dann für einen Muskelaufbau, für eine Muskelaufbaurate, für einen Muskelzuwachs sicherlich nicht förderlich sein. Warum? Das Gehirn, da drin sitzt die Macht. Also nicht nur im Bereich des Kraftsportes, das gilt natürlich auch für alles andere auch. Wenn wir unser Gehirn sortieren, wenn wir uns fokussieren, wenn wir es hinkriegen, uns auf den Punkt zu fokussieren, dann werden wir auch in dem, was wir tun, einen maximalen Erfolg erreichen. Wenn jetzt jemand zuguckt, der sagt, okay, ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich einfach eine Freizeitgestaltung brauche, weil ich ein bisschen Bewegung brauche, der muss sich über solche Dinge sicherlich keine Gedanken machen. Guckst du jetzt aber zu und sagst, ja, ich gehe ins Fitnessstudio, ich investiere Zeit ins Fitnessstudio, ich möchte Erfolg haben, dann ist es für dich sicherlich eine der wichtigsten Informationen überhaupt. Wir bekommen von Natur aus natürlich einen Genpool mit, der ist beim einen besser, beim anderen weniger besser, aber die besten Gene nützen überhaupt gar nichts, wenn der Wille nicht da ist. Wenn der Wille nicht da ist, sich zu verändern, wenn der Wille nicht da ist, sich maximal auf sein Ziel zu fokussieren. Und wenn dein Ziel die maximale Muskelaufbaurate ist, dann ist es ganz wichtig, dass du genau diesen Faktor berücksichtigst. Bevor du Geld ausgibst für Supplemente, bevor du Geld ausgibst für alle möglichen Utensilien, dann denk erstmal drüber nach, wo sitzt der mächtigste Faktor, den wir haben. Und der mächtigste Faktor, den wir haben, der wiegt ungefähr 600 Gramm und ist zuständig für alles, für den ganzen Erfolg in unserem ganzen Leben und zumindest auch für den Erfolg im Krafttraining. Deswegen nochmal eine Bitte an euch, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, versucht den Geist frei zu halten, versucht euch auf das zu fokussieren, was ihr im Moment macht und lasst alles andere außen vor. Und ich garantiere euch, ihr werdet 100% mehr Erfolg haben wie zuvor. Und wenn ihr dann dazu einen tollen Trainingsplan habt, einen tollen Ernährungsplan und noch ein paar gute Supplemente, die auch wirklich Sinn machen, dann werdet ihr unterm Strich eine maximale Erfolgsrate aufweisen. Das ist 100% garantiert. Und das war's. Einstieg wieder in die ersten langen Videos mit wichtigen Infos zum Thema Krafttraining, Muskelaufbau, Fitnesssport. Macht's gut. Bis dahin, Andreas Triebenbacher.
bekannt auch als Mr. T aus Karlsruhe.